Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Valkyria Chronicles. Ja, Operation Cloudburst habe ich ja an sich ziemlich gut abgeschlossen. Und damit hat Welkin seine Wette bestanden, abgeschlossen, seinen Teil erledigt. Und ja, wird das Team ihn nun akzeptieren? Das sehen wir jetzt in dieser Episode Operation Cloudburst After the Storm. Nach dem Sturm. It appears that Lieutenant Gunther's plan worked. An impressive start, soldier. Ja, es sieht so aus, als hätte Lieutenant Gunthers Plan funktioniert. Ein ganz guter Start, Soldat. Thank you, Captain. Thanks. Habe ich doch gern gemacht. The kid's crazy. Drove a damn tank right into the stinking river. Dieses Kind ist verrückt. Er hat einen verdammten Panzer direkt durch den Fluss gefahren. Yeah, and I can't believe it worked. I'm still in shock. Ja, und ich kann nicht glauben, dass es funktioniert hat. Ich bin immer noch schockiert. Ja, und jetzt geht's hier auf den Punkt, ihr zwei. Jetzt müsst ihr eure Vereinbarung halten und auf Welkin hören. Okay, Lago dreht ein. The kid might got the chops to command, but that don't mean I gotta like any dark hairs. Okay, und sie akzeptiert jetzt Welkin auch ein bisschen, aber hat immer noch was gegen Isara. Hey, come on. Ja, echt mal, ey, was soll hier dieser Rassismus? It's okay, Alicia. I'm used to it by now. Och, und Isara macht hier einen auf friedvoll von mir. Ja, das ist okay. Sie ist das schon gewohnt. But I hope. I know the day will come when Darksons can join society as equals. Aber sie glaubt an den Tag, an dem Darksons in die Gesellschaft als gleichberechtigt angesehen werden. Hey, hope I'm not interrupting anything. It's me again, reporting for GBS. Ja, und sie will natürlich News. Lieutenant Gunther, that was quite an impressive result on your first mission. Ja, und sie findet unsere Mission auch hat einen ziemlich geilen Ergebnis, ein ziemlich geiles Ergebnis hier herausgeschlagen. Yes, thanks to the squad's hard work. We managed to take back the Great Vassal Bridge. Ja, und dank der harten Arbeit unserer Staffel hier konnten wir die Great Vassal Bridge zurückerobern. Any impressions on things to come now that you've gotten your first taste of victory? Ja, Welkin, was haben Sie jetzt vor Vorstellungen, was kommen wird, nachdem Sie Ihren ersten Sieg vollbracht haben? Well, let's see. Okay, was sagt er? Bridges are important. They link the roads that bring people what they need. Ja, Brücken sind wichtig. Sie verbinden die Straßen, die die Leute zusammenbringen. I'd like to become a sort of bridge, linking my crew together. I think that's my new goal. Aha, unser neues Ziel ist selbst sowas wie eine Brücke zu sein, um seine Crewmitglieder hier zusammenzubringen. Ein nobles Ziel, würde ich mal behaupten. So, ja, das können wir auch noch machen. A parting wish. Ich finde ja diese Musik sehr schön. Allgemein die Musik in diesem Spiel ist wirklich sehr schön und man fühlt richtig mit. Ach ja. Sorry, this is about all I can do. Okay. Das ist alles, was sie machen kann. Und sie verteilt wieder diese Samen. Und dieser Löwenpflanze. Ja, und eines Tages, wenn die Menschen zurückkehren werden, werden sie vielleicht diese Blumen hier blühen sehen. Und dann wird es vielleicht sich wieder so anfühlen, als sei man zu Hause. Hey, Alicia, we're heading out soon. Aber Welkin ruft nach ihr. Wir müssen langsam los. Okay, I'll be right there. Wildflowers, do your stuff. Ja, Blumen. Macht mal so euer Zeug hier, was Blumen halt tun. Ja, das war's mit dieser Episode. Neues Kapitel. Chapter 5. The Cloden Wildwood. Personal.
Ah, wir kriegen ein neues Übungsgefecht. Sehr gut, das wollen wir doch auch gleich ausprobieren. The Cloden Wildwood, aha. Aber vorher, ich möchte ins Hauptquartier. Wir haben natürlich ja jede Menge Zeug bekommen. Experience Points, Geld, alles, was das Herz begehrt. Aber ich gucke jetzt mal im Command Room nach, weil wir kriegen ja regelmäßig neue Rekruten. Hello, Welkin. Here to fine-tune your squad. Hallöchen, Captain Barrett. Natürlich. Immer wieder auf Trab. Okidoki, das machen wir. Wollt ihr euch auch zu Gallia melden? Meldet euch. Das nächste Rekrutierungsbüro ist ganz in eurer Nähe. Vielleicht wird auch euer Name hier stehen. Ich warte ja wirklich irgendwie, dass Benjamin auftauchen wird. Hannes ist neu. Und Hannes ist gut. Er ist Child of Nature. Und er ist Impater. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Also den könnten wir eigentlich nehmen. Er mag Lago. Er mag Jane. Jane gefällt mir ganz gut. Okay. Welcher wird denn rausgehen? Also ich mag ja Edie nicht so gut. Hannes hat 262 und... Okay, Edie, ich glaube, du wirst gehen. Oder? Oder was ist... There's a fancy woman's Lancer Killer. Oh, ja, das wird schwierig. Wen schmeiß ich denn raus? Nee, also Nina bleibt auf jeden Fall. Jane bleibt auf jeden Fall. Na, du kommst weg. What? It's over? Oh, that's sad. Ja. Findest du traurig? Ich weiß. Kommt die dann eigentlich hier rein? Ja, da ist er, okay. Ja, okay. Hannes, du kommst rein. Du bist unser neuer Mann. Hein Salinger. Reporting for duty, sir. Boah, hat er eine männliche Stimme, ey. Das glaub ich ja nicht. Jawohl. Und ein neuer Scharfschütze. Kes... Wie spricht man denn das aus? Cheshire. Du bist unser Cheshire. Cheshire. Was haben wir? Desert Brad. Sending on loose and awareness leading to improved evasion. Aha. Der nutzt also die Wüste, um gut ausweichen zu können. Darkson Hater. Ach, toll. Ich brauche keine Rassisten. Nee, du. Also, ich brauche keine Rassisten in meinem Team. Wir sind hier gegen solch Humbug. Wir brauchen euch nicht. Ihr Scheiß. Lass dich nicht auf das Niveau runter, Benny. Ja. Wir salutieren und gehen weiter. So, Training Field. Leute, ihr müsst trainieren. Ich bin nicht der Meinung, ihr seid bereit für den Weltkrieg. Und er auch nicht. Ja, trainieren. Wir wollen die ultimativen Champions werden. Ich finde, die Sniper dürfen jetzt hoch. Und die Scouts dürfen einmal hoch. Und die Lancer dürfen folgen. Die Engineers dürfen folgen. Der Rest geht an die Shock Trooper. Okay. Trainiert, ihr Ärsche! No pain, no gain. Los! Liegestütze will ich von euch sehen. Ba-ba-da-da. Good work, Ma- Aha. Aha, die Scouts haben ein neues Potenzial. Die Lanzenträger bekommen ein neues Potenzial. Die Ingenieure bekommen ein neues Potenzial. Okay. Was haben denn die Scouts jetzt? First Aid Boost, Power Scout, alles mögliche Zeug. Alles, was eigentlich nur besser ist. Ja. Spitzen wollen wir doch immer. Wir sind bereit für den Krieg. R&D Facility. Wir haben Geld, wir wollen es ausgeben. Welkin, Bro. I'm stoked you're here, man. What can I do you for? Hallo, Leon.
Du bist zwar nicht aus Resident Evil, aber du bist trotzdem cool. So, neue Rifles. Wir können die Gewehre... Oh, die Genauigkeit verbessern. Ganz wichtig. Aha, wir können schon leichte Veränderungen in diesem Gewehr entdecken. Die Galleon 2 hat ja nur mehr Schaden bekommen. Aber die Galleon 3 sieht schon ein bisschen anders aus. Das Gewehr ist verlängert, der Lauf wurde verlängert. Das erklärt natürlich, warum die jetzt genauer ist. Und das Magazin sieht auch ein bisschen größer aus, hat aber nicht mehr Schuss drin. Also, es hat schon leichte Veränderungen genommen. Okay. Das Maschinengewehr ist nicht veränderbar. Schade. Oh, guck doch mal, was wir hier später alles verändern können. Heilige Macaroni. Okay. Die Lanzenträger bekommen auch nichts. Nee, ist noch nicht da, ich weiß. Aber wir können das Scharfschützengewehr verbessern. Bessere Genauigkeit, ganz wichtig. Hier, hast mein Geld, mach was draus. Auch der Lauf dieses Scharfschützengewehrs ist GSR. Das soll wahrscheinlich heißen Galleon Sniper Rifle, also gallisches Scharfschützengewehr. Hat einen längeren Lauf bekommen und hat ein größeres Magazin auch, aber hat halt nur einen Schuss, immer noch. Aber gut, auch dieses Gewehr hat eine Veränderung genommen. Die Granaten sind nicht verbesserbar. Aber wir können unsere Uniformen verbessern. Größere Verteidigung, sehr wichtig. Ja, machen wir doch gerne. Und wir können auch die Ausrüstung der Lanzenträger verbessern. Machen wir auch gerne. Okay. Was können wir denn für die Edelweiß tun? Die will doch auch bestimmt Neuerungen haben. Drive System können wir verbessern. Verbessert die Verteidigung der Ketten. Ja, ist sehr wichtig. Und wir können mehr Munition einlagern lassen. Ja, das wollen wir doch alles kaufen. Los! Das wollen wir natürlich auch direkt hier einbauen in unsere Maschine. So. Und natürlich Expand Capacity. Tada! Das bauen wir auch ein. Oh, der hat schon ein größeres Block. Tun wir aber hier rein. So. Man spielt ja nicht umsonst jahrelang Tetris. Okay, aber das war's jetzt. Wir wollen raus. Danke, Leon. Ja, ich meine es auch. Solltest du wieder was Neues haben, werde ich kommen. The Writing on the Wall. Schauen wir uns auch mal kurz an. Hi. Ja, ja. Oh, and how about the new rising star of Squad 7, huh? I've heard some wild stories. You must be proud. Aha, ein neuer Stern? Okay. Ja, die Miliz hat die Vessel Bridge erobert. Sehr schön. Und Galia ist bereit, nach Norden vorzurücken. Norden, ihr wisst es vielleicht noch von der Karte, ist das Imperium aus nach Galia durchgedrungen. Wir wollen natürlich zurückschlagen. Nein, du hast nichts Neues für mich. Ich gehe. Ja. Ich hab dich auch gern. Gehen wir nochmal zum Friedhof. Hello again, son. Hallöchen, alter Mann. I'm sorry. But I can think of no orders to teach you. My memory is failing me with age. Ach, das macht doch nichts, dass dir kein Befehl einfällt. Dir wird bestimmt noch was einfallen. I hope we'll meet again. Should you wish, you can likely find me here. Okay, er hat noch nichts für uns. Ist kein Problem. Gut, dann gehen wir zurück zum Book Mode. The Book Mode. Book. Neue personelles Zeug.
Und ja, bevor jetzt dieser Part zu Ende geht, würde ich noch gerne einen Übungskampf machen. Der ist neu. Vessel Riverside. Ich speichere natürlich vorher, bevor wir jetzt irgendeinen Quatsch machen. Dumm-di-di-di-dumm. Speicher, Speicher. Ich finde es interessant, dass hier all diese Optionen auf Deutsch sind. Und dann, sobald man ins Spiel geht, das ist alles Englisch. Toll. Auf normal, ganz klar. Und ich werde natürlich für euch einen schnellen Weg herausfinden, wie man den A-Rang bekommt. Ist auch selbstverständlich. Vielleicht finde ich den auch so jetzt direkt. Mal schauen. Okay, dann erzähl mal. Wir haben vom Geheimdienst über imperiale Aktivität in diesem Gebiet herausbekommen. Das ist deine Starting Position. Strike Force. Well. Okay, wir sollen wieder gegnerische Basecamp erobern. Okay, ich werde hier direkt einen Angriffstrupp machen. Denn dort in der Nähe wird wahrscheinlich dieses Camp sein. Bestehen wird das Angriffsteam aus Rosie, Hannes und Jane. Und natürlich wird Lago hier einspringen, sollte ein Panzer anrücken. Da haben wir dann, ja... Nose wird hier sein. Dann tun wir... Ja, was machen wir mit dir? Ach, machen wir die Edie. Ich möchte die mal in Aktion sehen. Und Nadine. Kein Scharfschütze? Na, kein Scharfschütze. Ich könnte natürlich... Ach nee, das machen wir so. Wir probieren es mal so. Deploy. Alright, we're set to begin. Good luck. Dann gucken wir mal. Ich hoffe doch, wir können schnell zuschlagen. Let's drive these Imperials back out of Gallia. Squad 7, move out. Es wird bestimmt hier wieder einen kleinen Trick geben, den ich herausfinden werde. Okay, unsere Phase. Okay, dann gucken wir mal. Da haben wir direkt Scouts. Sieht einfach aus, hier durchzukommen im Moment. Rosie wird nach vorne marschieren. Ich will herausfinden, was alles da vor sich geht. Okay, dann nimm das. Schnell erledigt, kein Problem. Okay, neue Feinde sind aufgetaucht. Und wir haben einen Panzer. Ich wusste es. Aber nur ein leichter Panzer. Da können wir locker durchmarschieren irgendwie. Hannes, du bist dran. Hannes, ich will dich. Na dann, lauf mal. Ist das alles, was du hast? So, dann haben wir dort jemanden stehen. Nur ein Scout. Aber den können wir ja wegballern. Wie machen wir das? Ich glaube, Hannes, du kommst nochmal. Nimm das. Hua! Okay, den haben wir weggesprengt. Und das war natürlich ein Kapitän. Ganz klar. So. Jetzt haben wir freies Schussfeld auf den Panzer. Das klären wir natürlich. Oh nee, er ist auch so ein Child of Nature. Der mag diese Straße hier nicht.
Okay, kratz dir nochmal kurz am Kopf, denn deine Mission ist noch nicht vorbei. Ich frage mich, ob das funktionieren wird. Könnte tatsächlich funktionieren. Wenn ich den gut treffe. Den treffe ich nicht gut. Aber an sich könnte ein Scout hier schnell vorbeilaufen. Obwohl, da sind Shock Trooper. Benny, da sind Shock Trooper. Das überlebst du nicht. Schwierig an sich. Schwierig. Hannes hat nicht die Kraft, um jetzt noch weiter zu rennen. Von wo werde ich eigentlich beschossen? Ach, von da oben. Okay, da wird Hannes sich drum kümmern. Aber jetzt versuche ich mal, diesen Panzer noch zu treffen. Ach, funktioniert einfach nicht. Ja, Hannes, tu mal was. Und warum du nicht zielen? Geht doch. Oh, nice. So, und bevor dieser Panzer uns jetzt noch überrollt, werde ich mit Lago doch angreifen. Jetzt ist es ja an sich egal, wo wir drauf schießen. Das Ding ist Schrott. Okay, gucken wir mal, was jetzt hier passiert. Noch ein paar Schüsse, sonst nichts. Der Gegner hat keine Chance. Na, was will der Shock Trooper? Der will was. Und gerät ins Kreuzfeuer. Oh, ein Scout gerät uns das Kreuzfeuer. Na, das war nicht gut gekontert, Nose. Das kannst du besser. Oh, der wollte was. Der wollte was. Ja, Hannes kann nicht zurück angreifen. Ist zu weit weg. Ach, was soll das denn? Nimm das! Ach, der Scout ist so gut wie tot. Ach, fast. Der Scout kann aber zurückgeschossen werden hier. Und das überlebt er auch nicht. Okay. Unser Zug beginnt. Und im nächsten Part werde ich dann das hier abschließen. Und dann machen wir mit der Story weiter. Bis dann.